So, und damit herzlich willkommen zum Finale von Driver 3. Und ich würde vorschlagen, als Abschluss zeige ich nochmal die Zusammenfassung, was denn jetzt alles passiert ist, falls welche das Let's Play einfach überspringen wollen und nur wissen wollen, worum es in dem Spiel geht oder sonst was weiß ich. Und nein, ich möchte nicht den Trailer, die Demo haben. Stopp, halt, nein, so, das hier, so. Buckus hat eine Geisel genommen. Baby, jetzt darfst du wirklich kreischen. Wie oft musst du noch Cowboy spielen? Ich hole den Wagen von Tico und bringe ihn zu South Beach. Ihr braucht einen Fahrer und ich brauche ein Team. Da sagst du, wie du dir wünschen, du wärst an seiner Stelle. Du arbeitest jetzt für uns. Als nächstes knüpfst du dir den Gator vor. Die verschiffen bald 20, 30 Wagen nach Europa. Und wer hat sie bestellt? Wir müssen warten, um es rauszufinden. In dem Umschlag, den der Gator der Polizei zuspielte, steckten genügend Informationen, um South Beach auffliegen zu lassen. Wäre ich hier, um dich zu töten, wärst du tot. Ich brauch dich nicht mehr, Gator. Du bist tot. Okay, die Bestellung ist da. Die Autos werden nach Nizza verschifft. Mach dich auf den Weg dorthin. Vauban und Dubois wollen die Autos abfangen. Darüber lässt er nicht mit sich diskutieren. Da ist er stur. Tanner spielt wieder den Schmuggler und versucht, die Autos durch den Zoll zu bringen. Aber es läuft nicht alles nach Plan. Vauban und Dubois machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie wollen die Autos. Im Container steckt jemand. Kümmer dich weder um ihn, noch um das, was er bei sich hat. Bring den Container zum Hafen und lass dich nicht aufhalten. Ich hab die Anweisung. Bald geht's los. Weißt du, was das ist? Das ist ein ganz normaler Peilsender. Das weiß ich. Was macht er hier? Demain matin à 11h, Zibou doit vendre des armes aux Américains. Das ist der Typ, der dich umlegen wird. Bist du ein Bulle, wirst du nicht schießen. Er stirbt morgen. Macht euch aus dem Staub. Ich muss noch was abholen. Ich will nur rausfinden, wer die Autos bestellt. Das muss aufhören. Mehr will ich nicht. Wir holen Dubois raus und du legst den Fall nieder. Affaire classée. Kennt sonst jemand diesen Ort? Hey, ich kenne dich. Du bist ein Bulle. Und ich bin der Typ, der es auf dich abgesehen hat. Der Bulle geht nirgendwo hin. Die Autos sind da. Alle? Ja, alle. Der Gator lebt noch. Er weiß, an wen Jericho die Autos verkauft. Dubois ist tot und die Kuren stammen von dir. Halten Sie ihn auf. Der Gator wusste einiges. Jericho macht Geschäfte mit dem Bagman. Aber wenn wir uns den hiesigen Waffenhändlern auf die Fersen heften, führen die uns direkt zu Lomas. Sieh's endlich ein. Dieser Deal. Zu nichts. Also pack Lomas aus und wir haben einen Deal. Hätten wir in dem Moment das Geld an uns bringen können, wäre die Sache vielleicht abgehakt gewesen. Die Autos sind schon weg. Jetzt haben die Russen sie. Die Übergabe muss heute stattfinden. Er hat keine andere Wahl. Wir postieren überall unsere Leute. Wir werfen ein Netz aus. Jeder kann rein, aber wir bestimmen, wer wieder raus darf. Da
dann kamen sie. Erst Jericho, dann der Bagman. Es ist die Hälfte. Ja, das war's dann wohl. Kein Geld, kein Jericho. Wir haben überall Straßensperren. Er kann nicht entkommen sein. Er muss noch in der Gegend sein. Er ist sicher schon weg. Zu Fuß hätte er nur zum Bahnhof flüchten können. Und dort haben wir auch Leute. Dann ist er dahin. Nimm dein Team und folgt dem Zug. Dann teilen wir uns. Ich folge dem Zug und treffe mich mit Vauban. Tanner versucht, ihn abzufangen, bevor er den Bahnhof verlässt. So. Ja, so langsam haben wir ihn doch. Jetzt haben wir einen Plan. Wollen den aufhalten und ja. Wo kommen wir denn da? Da sind wir. So, erstmal Wagen kaputt machen. Okay. Ran in den Speck, würde ich sagen. So. Zur finalen Mission. So. Da vorne fährt der Zug. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wer uns da erwartet. Da sitzt ja jemand hinten drin und schießt auf uns. Was für ein Zufall. Und da kommt ein Gegenzug. Von dem bloß nicht erwischen lassen. Oh. Na, das war nicht gut. So, ich muss den Zug überholen. So, und da gibt es nämlich jetzt einen coolen Trick. Wie ich hier durchkomme, ohne dass Jericho mich kaputt schießt. Und zwar muss ich jetzt gleich gut und vorsichtig fahren. Genauso ähnlich. Nicht so, aber so ähnlich. So. Und zwar jetzt hier unten durch. So. So. Und einmal drehen. Mal gucken, ob ich das noch bekomme oder der Zug ist jetzt weg. Ah, scheint hier noch hinzuhauen. Okay, ich muss jetzt gucken, wann ich nochmal genau wieder auf die Schienen kommen muss und wann nicht. Oh. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, wir haben noch Zeit. Ja, ja, ich überhole den Zug, ja. Brauchst mir nicht die ganze Zeit die Nachricht anzuzeigen. So, da ist er. Ja, der braucht gar nicht auf uns zu schießen. Kriegt er sowieso nicht in der Loop. So. Ich glaube, die nächste müssen wir raus. Oh, der Zug ist verdammt schnell. Na, die nächste müssen wir auf jeden Fall. Weil ich meine, das sei... Oh, und jetzt hier. Komm, komm, komm. Ah, super. Ja, hab ich. Aber einfach nur, weil ich zu langsam war. Aus dem einfachen Grund. So. Jetzt machen wir das mal anders. Wir versuchen jetzt mal zu überholen direkt von Anfang an. Weil wenn man das zeitlich genug, also ausreichend hinbekommt, dann kann man den direkt am Anfang überholen. Bis zu der Brücke. So. Damit ich keinen großartigen Unfall baue, ist nämlich überhaupt kein Problem. Ja, der macht den Wagen jetzt wieder kaputt. Klasse. So, wenn wir es jetzt endlich schaffen, können wir, bevor der Lokführer über der Brücke ist, könnten wir den überholen. Einfach jetzt zeitlich gucken, ob das hinhaut. Okay, wir können neu starten. So. Du hast es vermasselt. Ja, ich bin gerade an der letzten Mission. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Die ist schwer. Mein Bruder steht neben mir und guckt mit, wie ich hier gerade die Mission spiele. Ich glaube, er hat selber die Story nie durchgespielt. Großartig. Da musste ich immer alles machen, obwohl ich die Story nie verstanden habe bis heute.
Erst heute habe ich die verstanden. Nein, das nicht, aber ich wusste halt den groben Faden, aber so im Detail habe ich das ja nie verstanden. So. Alles klar. Ah, das sieht gut aus auf jeden Fall. Jetzt könnten wir es eventuell schaffen. Da vorne ist schon der Lokführer. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Komm, 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 komm. Jawohl, jetzt nur nicht verscheißen. Jo, geschafft. Das haben wir schon mal sicher. Nieße. Also einfach nur wie selber wie ein Zug fahren. Und dann geht es gleich auch weiter, wenn der Zug ankommt. So. Gut. Dann müssen wir einfach mal gucken, dass jetzt der Zug nicht zu weit von uns wegkommt. Weil sonst, so wie ich das Spiel kenne, heißt es der Zug. Du hast den Zug verloren, obwohl ich ja hinten auf der Strecke fahre. Deswegen fahre ich jetzt mal ein bisschen langsamer. Und der kriegt schon wieder Speed, muss ich sagen. Ein bisschen wieder abbremsen. Gibt der gleich irgendwie nochmal Gas oder? Na, wieder ein bisschen abbremsen. Ich muss die Brücke vor dem Zug erreichen. Mach ich ja. Und jetzt, der Zug ist ganz weit hinten und jetzt passt mal auf. So. Dead-Sprung. Jawohl, Menschen werden getötet. So wollen wir das doch hier, die Minderjährigen. So. Los geht's. Stirb. Hier. Ist klar. Jetzt geht's ans Eingemachte, wie man es so schön sagt. So. Große Explosionen, alles. So. Das Problem ist, dass unsere Wubong-Idiot und so. Und Jones. Eigentlich eher weniger eine Hilfe sind. Sondern eher die ganze Zeit den Weg rumstehen. So. Und das Spiel generiert manchmal die Feinde ein bisschen spät. So. Alles klar. Fernkampfmäßig. So, haben wir den. Den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Die scheint irgendwas anzugreifen. Oh, da ist eine Straßensperre. Alle Menschen sterben. Oh mein Gott. So. Oh, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Oh, da ist auf jeden Fall Helf. So. So, der ist weg. Und der. So. So. Den haben wir auch noch weg. So. Immer weiter vorkämpfen, so geht das hier. Erstmal ein bisschen wieder generieren an Gegnern. Oh, lol. Dead Attack. Ich glaube, der hat seinen eigenen Kollegen gerade gekillt. So. Übrigens, das soll diese Anfangsszene darstellen, ne? So. Obwohl ich nicht mit einer Pistole rumlaufe. So. Wenn wir mal unten rechts auf die Karte sehen, dann sehen wir auch schon, wo Jericho campt. Und wo wir ihn erwischen müssen.
Oh, Jones kriegt Schaden. Warum kriegt Jones Schaden? Hä? Ah, okay. Maybe it's a bug. Gut. So. Und jetzt. Straßensperre. Schieß in den Weg. Frei. Erich so. Oha, oha. Da kommen sie nun raus. So. So. Alles klar, da vorne ist er. Da ist Jericho. Oh mein Gott, jetzt gibt's eine Schlacht. Da ist er. Dead fight. So, komm. Den hauen wir doch ganz einfach weg, weil er uns nicht sehen kann. Ah, okay, jetzt macht er schon Stress. Ja. Er kann uns wieder mal nicht sehen. Ja. Wir fahren ihn jetzt mal raus. So. Ah, den heizen wir schon richtig ein. Komm, da kriegen wir hin. Ja, lol. Gut, Sequenz beenden. Gut, das war's von mir mit diesem Let's Play. Das Ende ist offen, wer weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr das ganze Let's Play ausgehalten habt, dann bedanke ich mich bei, ist das Activision gewesen? Activision, glaube ich. Oder Creative Assembly, ich weiß es nicht gerade. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei der Entwicklungsfirma, dass sie mir die Rechte gegeben hat zum Hochladen des Let's Plays. Schaut mal bei den ganzen Firmen vorbei. Auf jeden Fall tue ich noch ein großes Dank in die Beschreibung an die Firmen, an die Firma geben. Und ich kann das Spiel nur wirklich selber empfehlen. Es wird auch noch eine Season 2 geben, da werde ich dann noch ein bisschen im freien Spiel ein paar Sachen erledigen. Aber ja. Die Mission haben wir somit eigentlich erledigt alle. Es gab zwar ein paar Probleme, was die Game anbetrifft, aber ich hoffe, das wird sich jetzt alles noch zum Guten wenden, weil ich das ja alles im Vorhinein aufnehme und da noch nichts geklärt worden ist. Und ja. Atari. Oh. Atari war die Publisher-Firma, aber die Entwicklerfirma war eine andere. Die hatte ich auch angeschrieben. Naja. Gut. Genießen wir die Musik, die GEMA-Musik, wo ich schon wieder Probleme bekommen werde. Nein, hoffentlich nicht. Aber naja, kann ich wirklich empfehlen. Es gibt wohl auch noch ein Driver 4, das wohl irgendwie Driver San Francisco heißt, aber ich muss schon sagen, das Let's Play hat mir von den Missionen her und so von der Story halt sehr gut gefallen. Es gab ein paar Stellen, wo ich sagte,
so ein Scheiß. Aber im Großen und Ganzen war ich wirklich zufrieden. Die Schwierigkeit ist nicht großartig schwer, wenn man es drauf hat, sage ich jetzt mal. Wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich schon auf der PS2 es gespielt hatte und jetzt auch auf PC. Und bei dem Bomben-LKW, muss ich sagen, habe ich ein bisschen geübt, weil ja, am Anfang wird man halt extrem zerberstet, sage ich jetzt mal. Sonst habe ich, meine ich, gar nicht mehr geübt. Sozusagen habe ich das eigentlich wirklich jetzt... Wie lange ist das her, dass ich das Spiel gespielt habe? Keine Ahnung, habe ich das wirklich sonst total blind gespielt. Und ich suche gerade die Creds die ganze Zeit nach der Firma ab. Aber naja, ja, das ist die Firma, die... mit der ich momentan sagen muss, dass ich die Rechte habe. Naja. Gut. Nee, Ubisoft. Ubisoft. Ganz oben. Weil die Entwicklerfirma ist eine Unterfirma von Ubisoft. Das ist es nämlich. Das ist total kompliziert gemacht, aber ich meine, Ubisoft, das sei es. Muss ich jetzt mal nachgucken. Ah, hier sind die Credits zu der Musik. Ja. Ja, hier. Es gibt 3 versteckte Autos in jeder Stadt und 10 Charaktere, die man töten muss. Das kann man hier in der freien Fahrt machen. Ja, in jeder Stadt. Istanbul haben wir jetzt auch schon zum Glück freigeschaltet und alles. Ja, die Fahrspiele muss ich nicht machen. Aber naja, ich drücke jetzt, was muss ich drücken, Eingabe, um das Spiel zu beenden. Ich sage tschö, bis dann und man sieht sich.